Lang, lang ist es her, dass wir viel Freude mit Trackmania Nations Forever oder United Forever hatten. Doch leider ist es etwas in Vergessenheit geraten. Nun ist zusammen mit Ubisoft ein neues Spiel entstanden, und zwar Trackmania 2 Stadium, das nun bereit ist, endlich gespielt zu werden in der Open Beta. Und hier ist es für euch. Wie schon erwähnt, ein neues Trackmania-Konzept ist da. Und das Menü ist erstmal richtig geil gemacht, nicht mehr so verwirrend und sonstiges. Das gibt schon mal den ersten Pluspunkt. Die Server sind ausreichend vorhanden, man kann genug fahren mit 137 Spielern oder sonstiges. Und ja, die Grafik erstmal jetzt hier ein erster Ausschnitt. Die erste Reaktion von uns allen war eigentlich die gleiche gewesen. Und zwar verdammt geil. Ansonsten ist Trackmania das gleiche Konzept. Losfahren, gegenfahren, losfahren, ins Ziel kommen. Nee, aber. Baff! Baff! Jawoll! Voll, erster. Da, 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 da! Jawoll! Die Freude kommt natürlich nicht zu kurz, auch wenn es leider schade ist, dass die Rennteile der Strecken immer noch die gleichen sind vom ersten Teil. Hier gibt es keine Neuerung, nur grafisch wurde was getan, was leider sehr, sehr schade ist. Die Fahrphysik und die Fahrdynamik ist wie noch im ersten Teil, und somit kann es für erfahrene Trackmania-Fans auch richtig ausgenutzt werden, weil man es immer noch einfach kann, und das macht echt viel Fun in dem Game. Und so muss es eigentlich auch sein. Und nicht anders. Aua, 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 aua. Nein! Ah! Bist du noch nicht durch? Nein, 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 nein. Mann, schon wieder! Oh! Affen! Aua! Du sollst. Grundsätzlich kann man immer noch sagen, Trackmania 2 oder Trackmania Stadium macht immer noch Spaß. So muss es eigentlich auch sein, und es wird mit Freude gefahren, es ist nie langweilig. Das ist toller als damals, als ich mit der Waschmaschine fahren durfte. Wer in dem Spiel nach einem Wow-Effekt sucht oder nach einem Knall, wird leider echt enttäuscht werden. Das fehlt diesem Spiel, dass es etwas mehr Reiz bringt und auch neue Spieler anlockt, die den ersten Teil vielleicht schon kennen und leider nicht so sehr gerne gespielt haben. Grundsätzlich gebe ich eine Empfehlung für das Spiel, weil es einfach ein schöner Funracer ist. Man wird richtig herausgefordert, sein Bestes zu geben, und das sind einfach nur Skill-Deals, zählen keine Upgrades oder sonstiges. Schaut euch das Spiel an, es ist wirklich hammergeil, vor allen Dingen die Grafik fetzt jetzt richtig in dem zweiten Teil. Es ist nur Open Beta, man kann es bei Steam runterladen, man kann es auch richtig kaufen, bei Steam für 9 Euro. Welche Vorteile da genau sind, kann ich nicht sagen, ich habe 5000 Punkte bekommen und ich weiß nicht damit was anzufangen. Trotzdem, schaut euch das Spiel an, es macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. So, das war's von Trackmania 2 von meiner Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Wir sind gerne da und können vielleicht ein paar Fragen noch beantworten. Also, reingehauen.